Zwar als erstes gehe ich auf die Seite vom PDF. Die Adresse lautet pdf24.org. Dann fragt er mich oder fragt die Seite, welche Sprache brauche ich, und ich nehme Deutsch. Und ich sage, schau mal Computer, ich will es downloaden, ich will es herunterladen. Ich brauche es privat. Und in dem Moment sollte eigentlich Download automatisch starten, was auch macht. Ich sage, ich speichere die Datei. Das Schöne am PDF24, dass ich keine Werbung dazu bekomme, nicht solches. Später beim Installieren und beim Verwenden, ich werde kein Abo haben und nicht solches. Und jetzt schauen Sie mal, sobald wir das gespeichert haben, ich kann hier das Ganze abrufen mit meinem Pfeil, und wenn ich draufklicke, zack, fragt er mich was schon. Ich vergrößere es, damit wir besser sehen, was meint er eigentlich da, der liebe Computer. Und zwar, das sind die allgemeine Lizenzvereinbarung oder allgemeine Geschäftsvereinbarung. Und jetzt, ich akzeptiere die Vereinbarungen, sonst würde die Installation nicht klappen, und ich gehe auf Weiter. Er sagt, er will das installieren auf der Festplatte C, das ist normal, im Ordner PDF24, soweit so gut. Ich sage Weiter. Unter Umständen fragt er jetzt, willst du diesen Ordner kreieren? Ich habe bereits diesen Ordner, weil ich das schon installiert habe. Also wenn da Frage kommt, Ordner installieren, jawohl. Und jetzt, später kann ich weiter ungeniert installieren. Ja? Die Installation selber ist sehr, sehr schnell. Weiter fertigstellen. Und jetzt schauen Sie mal. Dann geht das Feedback zurück an. Also ich kann Feedback zurück an PDF24 noch geben. Das habe ich schon gemacht. Und jetzt da auf dem Desktop habe ich seinen Chef. Das Chefli erscheint auch rechts unten hier. PDF24. Da kann man verschiedene Sachen machen, zum Beispiel Foto, also Printscreen im Prinzip erstellen, aber das sind nicht die eigentlichen Stärken von PDF24. Wenn ich drauf Klick mache, schauen Sie mal, da kommt ein Menü. Da kommt ein. Das, was uns interessiert, das wäre PDF Creator und PDF-Dateien komprimieren. Gell? Das PDF-Dateien komprimieren, das verwende ich, wenn ich mein Dossier zum Beispiel verkleinen, also vom Volumen her verkleinen will. Nicht, dass ich 3 Jahre jünger werde. Wäre schön. Lebenslauf verkleinen. Ja. Jetzt sage ich so, ich will Datei nehmen. Ich schaue, was ich dabei Dokumenten habe. Zu verkleinen, et voilà. Da habe ich ich vergrößere das ein bisschen, damit ich sehe, wie groß die Dateien sind. Und dann sehe ich etwas mit 3 Megabyte. Sehen Sie, 3400 Kilobyte. Aha, das ist Word-Datei. Okay, ich nehme Arbeitszeugnisse alle. Und ich gehe auf Öffnen. Und in dem Moment zeigt es mir da Arbeitszeugnisse alle, PDF. Und aus alter Größe 2,12 macht er 1,45 Megabyte. Ich kann natürlich jetzt Datei öffnen und
schauen, stimmt die Qualität? Und ich denke, doch, doch, ich kann ziemlich gut lesen, was da drin steht. Okay. Also die Komprimierung ist von Qualität her kein Problem gewesen. Und nun müsste ich sagen, ich will es speichern. Ich speichere das auf bei mir, bei meinen Dokumenten. Speichern. In dem Moment wird es gemacht. Okay? Das ist Komprimierung von Dateien. Das andere wäre, zum Beispiel, warte mal, ich schaue kurz mal nach, ob ich passende Datei habe. Jetzt für das Beispiel schnell. Ah, da habe ich etwas. Ich öffne das mit PDF, rechte Maustaste, PDF24. Und jetzt schauen Sie mal, ich sage, ich will das im Creator aufmachen. Und jetzt merke ich, dass ich diese Zeugnisse hier habe.